Herrlich offiziell erst ab September Cheftrainer in Unterhaching, aber schon jetzt bei den Pflichtspielen auf der Bank. Herrlich, der ehemalige Bundesliga-Trainer des VfL Bochum, also jetzt in der dritten Liga. Auf Freiburger Seite ging es für Markus Sorg nach oben. Vergangene Saison noch Trainer der zweiten, ist der Dutt-Nachfolger nun Hauptverantwortlicher. Flottes Spiel in der Anfangsphase, Freiburg in Weiß. Dembélé, teuerster Neuzugang der Vereinsgeschichte. Julian Schuster und Caligiuri. Gerade 32 Sekunden sind gespielt, die erste dicke Chance für den Bundesligisten. Und so geht es auch munter weiter. Jendrisek auf rechts. Sieht nicht gefährlich aus. Setzt sich gegen zwei Hachinger über die Grundlinie durch. Sieht Macchiadi. Cedric Macchiadi mit einer hundertprozentigen. Aber es steht weiterhin 0:0. Es sind gerade mal 8 Minuten gespielt und Freiburg könnte schon deutlich führen. Die Mannschaft von Markus Sorg aber zu fahrlässig mit ihren Chancen. Es geht weiter. Immer nur die Freiburger. Niku, und da ist wieder Macchiadi. Diesmal macht er es besser. 9. Minute. Der hochverdiente Treffer für die Breisgauer. Der Favorit führt und hat plötzlich damit die Hausherren wachgerüttelt. Langer Ball von Markus Schwabel. Und das ist Florian Niederlechner. Eine erste gute Chance. Warnschuss der Gastgeber. Das Spiel immer noch in den ersten 10 Minuten. Unterhaching in den vergangenen 3 Jahren, jeweils mit Erstrundenniederlagen ohne eigenen Torerfolg, drängt plötzlich. Schwabel, Avdic, wieder Schwabel und Stanisko 1:1. 17. Minute. Toller Treffer von Roland Stanisko. Fein vorbereitet durch Schwabel und Avdic und ein überlegter Abschluss, unhaltbar für Oliver Baumann. Eine aufregende erste Viertelstunde im Sportpark. Danach aber ließen es die Teams ruhiger angehen. Manni Schwabel mit der Leistung seines Sohns zufrieden. Stefan Reuter ebenso interessiert wie DFB-Sportdirektor Matthias Sammer. Und Augsburgs Trainer Jos Luhukay schaut sich mit Freiburg den ersten Bundesliga-Gegner in der kommenden Woche an. Die zweite Hälfte beginnt so furios wie die erste. 50 Sekunden gespielt. Niederlechner im Strafraum. Zweikampf mit Oliver Barth. Und der Pfiff von Schiedsrichter Guido Winkmann. 11 Meter für die Spielvereinigung. Barth hier mit zu viel Armarbeit gegen Niederlechner hält, schiebt, drückt. Die Entscheidung geht in Ordnung. Mišo Tunjić tritt an. Gegen Baumann verwandelt sich er. Der Außenseiter führt gegen den Bundesliga-9. Der vergangenen Saison mit 2:1. Heiko Herrlich sofort wieder bei der Arbeit, aber ein bisschen auskosten dürfen sie das schon. 19 Abgänge mussten die mehrfach von der Insolvenz bedrohten Hachinger kompensieren. Jetzt die Führung gegen den Favoriten. Freiburg über weite Strecken zu schwach. Noch eine Viertelstunde. Ecke. Und da ist Reisinger. 2:2. Wie aus dem Nichts. Stefan Reisinger, kurz vorher eingewechselt, setzt sich im Gewühl vor Stefan Riederer durch. Die Partie ist wieder offen. Und es scheint, als schwinden bei Unterhaching so langsam die Kräfte. Der ebenfalls eingewechselte Bickel. Und da ist Heiko Butscher, der Kapitän. Hatte die Führung auf dem Kopf. Nur noch 5 Minuten sind zu spielen. Unterhaching mit den letzten Angriffen. Yannick Thiel gegen Freiburgs Ferrati. Und wieder der Pfiff von Guido Winkmann. Wieder Elfmeter. Eine ganz harte Entscheidung in dieser Situation, wie ich finde. Wir gucken uns das noch einmal an. Ein leichter Kontakt, aber ich denke, kein Foul. 87. Minute im Hachinger Sportpark. Und wieder Mišo Tunjić. Wieder gegen Baumann und wieder trifft er. Der zweite sicher verwandelte Elfmeter von Mišo Tunjić in diesem Spiel. 3:2 für Unterhaching. Die nächste große Überraschung in der ersten Pokalhauptrunde ist nur noch ein paar Minuten entfernt.